Hältst du immer noch Ausschau nach den Schiffen? Glaubst du, wer kommt zurück? Als Neptun persönlich. Du hast kein Herz. Und du spinnst. Ja. Ja, sicher. Hier, der Ausweis der Toten. Roswitha Keller. Morgen wäre sie 18 geworden. Von den 7 Messerstichen waren 6 tödlich, sagt der Arzt. Ist der Mörder ein neues Sexungeheuer? Sie denken in Schlagzeilen. Unsere Leser lieben es nun mal griffig. Ja, dann greifen Sie mal nicht vor. Das war doch ein brutaler Sexualmord. Allem Anschein nach, aber das wird die Obduktion klären. Der Allard von Transport und Trading zahlt für die 14-Tage-Charter mehr, als wir in einem Jahr mit dem Schiff verdienen können. Deswegen bin ich noch lange nicht zu jeder Dummheit bereit. Das stinkt verdammt. Och. Du weißt genau, was diese Firma mit unserem Schiff vorhat. Nein. Das glaub ich dir nicht. Du, ich sag dir mal was. Mir ist das scheißegal. Das bringt gutes Geld. Und alles schwarz. Dann nachher hängen wir auch mit drin. Das sind Profis. Gauner sind das. Ach was. Ich mach das morgen Abend klar. Wir haben zurzeit 6 Schiffe laufen. Haben wir sowas nötig? Und jeden Tag kann die Versicherung das Geld für die Iris anweisen. Kann. Muss aber nicht. Die Gutachter der Versicherung suchen immer noch ein Haar in der Suppe. Aber sie werden keines finden. Bist du sicher? No risk, no fun. Das ganze Geschäft ist letztlich reine Zockerei. Nicht mehr hier. Nein, Schwiegermutter, der ist gerade gegangen. Marisa, vergessen Sie die Papierkörbe nicht wieder. Ja. Sie ahnt es. Quatsch. Annegret? Ja, Mama? Nicht so wichtig. Nach allem, was wir bisher wissen, muss Roswitha Keller gestern zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr zu ihrem Mörder ins Auto gestiegen sein. Möglicherweise sogar zu jemandem, den sie kannte. Hätte sie ihren Bus nicht verpasst, könnte sie heute noch leben. So banal ist manchmal das Ungeheuerliche. Wo kann sie gestanden haben? Wie wir von ihren Eltern wissen, wollte sie von Harburg nach York. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Eigentlich nur diese hier. Hier könnte sie gestern etwa um 18.40 Uhr gestanden haben, zu ihrem Mörder ins Auto gestiegen sein. Und genau da gibt es meines Wissens auch eine Tankstelle. Da könnte sie also jemand gesehen haben. Thank you.
Was siehst du mich so an? Uwe ist jetzt ein Jahr tot. Ein Jahr oder ein Tag, was macht das schon? Das macht eine ganze Menge. Du weißt, ich habe Uwe geliebt. Aber ich kann doch nicht bis in alle Ewigkeit als trauernde Witwe gehen. Ich habe doch auch noch ein Leben. Ein eigenes. Versteh das doch endlich, Herbert. Du musst mir morgen neuen Reifen kaufen. Der Mantel am Vorderrad ist hin. Ich repariere den erstmal provisorisch. Danke. Man hat eine Frau im Elbdeich gefunden. Ermordet. Ich habe schon gehört. Bleib lieber zu Hause. Danke, ich kann gut allein auf mich aufpassen. Reederei Fitschen, Fuchs. Hat aufgelegt. Ich gehe nicht mehr mit dem Hund an den Deich. Warum das denn nicht? Da läuft ein Frauenmörder rum. Ich hab's im Dorf gehört. Deswegen schließt du alle Türen ab? Kannst du heute Abend nicht hierbleiben? Geht nicht, ich muss noch mal zum Hafen. Also, die habe ich gestern hier gesehen. So um 6:30 rum. Was ist mit dir? Ist ermordet worden. Ermordet worden? Unglaublich. Also, ich habe gesehen, die hat gestern da drüben an der Haltestelle gestanden, ganz kurz. Und dann hat ein blauer Mercedes angehalten und hat sie mitgenommen. Blauer Mercedes? Ja. Konnten Sie das Kennzeichen erkennen? Oder haben Sie den Fahrer gesehen? Habe ich nicht erkennen können. Ist Ihnen vielleicht sonst irgendwas aufgefallen? Überlegen Sie doch mal. Kannten die sich vielleicht? Woher soll ich das wissen? Naja, ist sie vielleicht direkt zu ihm ins Auto gestiegen, ohne langes Gerede? Stimmt, die ist gleich rein. Aber da mussten einige Autos dahinter hart in die Eisen. Naja, weil der Mercedes-Fahrer so plötzlich abgebremst hat, um die Anhalterin mitzunehmen. Und von diesen Autofahrern kannten Sie nicht zufällig einen? Ja, der eine ist Kunde von uns, der Herr Krukenbaum. Der hatte vorher gerade noch getankt. Der wäre der Mercedes noch beinahe hinten reingefahren. Ja, ja, da hat der Tankwart recht, das war knapp. Es war ein blauer Mercedes, ein dunkelblauer Mercedes, E-Klasse. Den hätte ich um ein Haar gerammt. Da saß ein Mann am Steuer, etwa 30. Kopf und Schultern nach zu urteilen, ein Bodybuilder-Typ, sehr kurzer Hals. Mittelblond, kurzhaarig, Sonnenbank gebräunt. Würden Sie diesen Mann wiedererkennen, Herr Krukenbaum? Ja, ja, ich denke schon. Ich habe ihn überholt und konnte ihm dabei ins Gesicht sehen. Sehr ausgeprägte Nase, 3-Tage-Bart. Und ich glaube auch ein typischer Konsument von Wachstumshormonen. Ich bin Masseur. Ich kenne diese Physiognomie. Solche Typen laufen ja mit allerlei Sexualproblemen rum. Oh nein, da können Sie sicher sein. Bei ihm ist alles pure Natur. Haben Sie das Autokennzeichen erkannt? HHWL, das weiß ich. Ich dachte noch WL, wilder Landwirt. Naja, aber war ja ein Hamburger. Kennziffer? Nee, weiß ich nicht, bin ich überfragt. Also dunkelblauer Mercedes, HHWL. Das ist doch viel mehr, als wir ja auch oft haben. Vielen Dank. Sicher. Dann sag's mir. Ach, Isa. Wir sind doch keine Teenager mehr. So geht's aber nicht weiter. Wie? Immer alles schnell und heimlich. Hat doch auch seine Reize. Ja. Vor allem wohl für dich. Geduld, ich besorg dir eine Wohnung. Sagst du schon lange. Was soll das denn? Ich hör auf zu rauchen. Schmeckt es dir nicht mehr? Ich bin schwanger. Wie bitte? Der Arzt hat es mir gesagt. Das ist ein Problem. Ein Problem? Ja, na sicher. Hätte weiß Gott nicht nötig getan. Ich dachte, du freust dich. Und ich dachte, du hättest aufgepasst. Hab ich auch. Na ja. Was soll nur werden? Wie? Ein Kind. Das war nicht abgesprochen. Du musst mit deiner Frau reden. Du wirst Vater, das ändert alles. Wenn du zu feige bist, dann tue ich's. Das wirst du nicht tun. Oh, Entschuldigung.
muss mich noch an den Gedanken gewöhnen. Vertraust du mir nicht? Sicher, aber... Kein Aber. Tut mir leid, ich muss los. Geh dann jetzt. Lass dir was einfallen. Verlass dich auf mich. Was machst du in meinem Zimmer? Ach so. Warst du wieder bei deiner Freundin? Bald hast du deine Karte für dich allein. Siehst du aus? Was dagegen? Kriegst jetzt das Geld von der Versicherung für Uwe? Schnüffelst du in meiner Post rum? Mit welchem Recht? Denkst du denn gar nicht mehr an ihn? Fang nicht schon wieder damit an. Geh bitte. Ist weg, dieses Miststück. Dann ist der Spuk auch vorbei. Sag du es hier, du hast ja auch eingestellt. Ja, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Was hat man nun davon? Oh, unsere Tochter ist aber auch sowas von naiv. Du hast ja immer alles abgenommen. Hier ist sogar diesen wunderbaren, tüchtigen Mann ausgerissen, verlassen wir das. Ohne ihn wären wir schon lange pleite. Für die Firma tut er alles. Er holt aus den Schiffen raus, was rauszuholen ist. Fragt sich nur, wie lange das noch gut geht. Und das Geld für die Iris ist immer noch nicht da. Die Versicherung wird zahlen. Alle Gutachten sprechen für uns, sagt Rüdiger. Wenn Rüdiger das sagt. Was ist los? Ich hab Sehnsucht nach dir. Ein anderer gerne. Ja, bitte? Ja, natürlich. Norddeich Radio. Kapitän Stripponjak ist in der Leitung aus Norwegen. Fuchs, ja, was gibt's? Die sind noch nicht unterwegs. Was? Sie wollen nicht auslaufen. Sie sind für den 13. in Bilbao vorbestellt. Das ist ein Termingeschäft. Schlecht Wetter. Merkwürdig. Nur Sie haben mal wieder schlecht Wetter. Andere Schiffe fahren auch. Was? Orkanböen? Ja und? Wissen Sie, was das jeden Tag für Geld kostet, wenn Sie nicht fahren? Nein. Nein, das wissen Sie. Ich lasse Sie ablösen. Durch einen richtigen Kapitän, der nicht die Hosen voll hat. Sind Sie nun Kapitän oder nicht? Na also, melden Sie sich, sobald Sie ausgelaufen sind. Du komm. Du liegst hier im warmen Bett und deine Leute schickst in den Sturm. Meinst du, mir macht das Spaß? Zeit ist Geld, ja, ja. Mach doch alles nur für uns. Für mich aber bitte nicht. Du liebst doch nicht schlecht davon. Hm, erwartest du auch noch Dankbarkeit dafür, was? Klein wenig schon. Und sich auf so einen Typen wie dich reinfallen musste. Zu spät. Guten Morgen. Moin. Also, 22 Autos sind übrig geblieben.
Und das sind die Namen der Halter. Wurden über alle Stadtteile verstreut. Athletischer Typ, um die 30 soll er sein. Kommt, auf geht's. Den kriegen wir heute. Nicht erst abzustellen. Ich habe hier Ihre Abrechnung. Aha. Der König? Ja. Warum, wenn ich fragen darf? Wir müssen sparen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie oder die Juniorchefin hier demnächst sauber machen. Was geht Sie das jetzt noch an? Sie werfen mich doch nur aus einem einzigen Grund raus. Und der wäre? Rüdiger. Richtig. Ich weiß zwar nicht, wie Sie das geschafft haben, aber anscheinend sind Sie dabei, ihm den Kopf zu verdrehen. Suchen Sie sich gefälligst Ihre Liebhaber auf dem Jahrmarkt, Sie Flittchen. Flittchen? Natürlich, Flittchen, was sonst? Da täuschen Sie sich aber gewaltig, Frau Fitschen. Liebe ist das zwischen uns. Liebe. Oh Gott, ein dummes Ding. Wissen Sie überhaupt, was Sie da sagen? Ich glaube schon. Ich erwarte ein Kind von Ihnen. Jetzt aber sofort vom Hof. Und lassen Sie sich hier nie mehr blicken. Rüdiger gehört jetzt mir. Sagen Sie das Ihrer Tochter. Sonst tue ich es. Schon Feierabend? Ja, Feierabend. Wo ist denn Frau Saubermann? Fehlt sie dir? Wie meinst du das? Wie ich es sage. Soll das eine Anspielung sein? Diesmal bist du zu weit gegangen. Ich habe sie rausgeschmissen. Aber damit ist das Problem wohl nicht gelöst, oder? Alarmstufe 1, meine Herren. Im Kreis Lüchow-Dannenberg sind bereits 10 Kilometer Elbdeich unterwühlt. Zu DDR-Zeiten hat man die Nutrias als Pilzlieferant gezüchtet. Sie erinnern sich vielleicht an Honeckers Pilzmütze? Ja, ja. Diese ursprünglich aus Südamerika stammenden Biberratten haben sich nach dem Fall der Mauer und dem Ende der DDR-Pelztierfarmen vermehrt wie die Karnickel und nähern sich jetzt dem Hamburger Deichgebiet. Die Ausrottung der Nutrias ist zudem noch aktiver Naturschutz, denn sie zerstören den Lebensraum von Biber und Fischotter. Wo gibt's den denn noch? Nehmen wir an, es gäbe ihn noch. Wer ist da? Also mir kommt das Spanisch vor. 18 Mal Fehlanzeige. Vielleicht war der Wagen schwarz. Oder es war überhaupt kein Mercedes. Heute sehen doch die Autos alle gleich aus. Aber doch nicht für einen Tankwart. Noch besteht Hoffnung. Bleiben ja noch 4 Autohalter übrig. Und jeder von uns übernimmt einen. Eine Frauenleiche am Neuenfelder Hauptdeich. Ein paar Kinder haben sie gefunden. Das darf doch nicht wahr sein. Bibi, du übernimmst die restlichen 4 Autohalter. Der Tod ist vor höchstens 4 bis 6 Stunden eingetreten. Ja, jetzt ist es 17 Uhr, also zwischen 12 und 14 Uhr. Sie ist offensichtlich erwürgt worden. Am Hals finden sich Druckstellen. Alle? Sind irgendwelche Anzeichen für ein Sexualverbrechen? Nichts deutet darauf hin. Der Täter kann gestört worden sein. Kommissar? Ja? Bitte, meine Herren. Ah, ein Portemonnaie. Tja, Raubmord war es offensichtlich auch nicht. Ja? Guck mal hier. Sieht aus, als wäre hier ein Moped mit Anhänger entlang gefahren. Moped mit Anhänger? Gibt's das überhaupt noch? Naja, wie du siehst. Nee, mach ruhig ein paar Abdrücke davon. Ja, ist in Ordnung. Wieder ein Leichenfund am Deich, Herr Kommissar. Dieser Deichmörder scheint ja außer Rand und Band. Vergewaltigt, gemordet, der jetzt Ziegler. Also von mir hören Sie nichts. Wenigstens eines. Wissen Sie, wer die Tote ist? Noch nicht. Sagen Sie, sind Sie vom Posten Kranz? Ja, das bin ich. Kennen Sie die Frau? Ja, das ist die Schwiegertochter von Herbert Franz. Aha. Guck mal. Kaninchen? Ratten. Ratten? Ja, Bisamratten. Bringt 5 Mark pro Rattenschwanz. Rattenjäger.
Schöller Kriminalpolizei. Das ist mein Kollege Feldmann. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Herbert Franz? Ja. Eine Frau ist hier in der Nähe ermordet worden. Der hiesige Polizist glaubt, dass Sie die Tote kennen. Es soll sich um Ihre Schwiegertochter handeln, Marisa. Ah, mein Gott. Wir müssen Sie bitten, sich die Tote anzusehen. Ja. Ich glaube, ich habe ihn. Bist du verrückt? Kriminalpolizei, Herr Hobel. Ja, was? Sie müssen mitkommen. Was ist denn los? Kommen Sie mit. Da kann ich ja wenigstens noch mal telefonieren. Sie sind vorläufig festgenommen. Was soll denn das Ganze? Das klären wir später, los. Herbert Franz, du hast einen merkwürdigen Menschen. Junge, wir mit keinem was zu tun haben. Nur sogar die Kinder, die haben Angst vor ihm. War als kleiner Junge in Kriechma verschüttet. Ja, 10 Tage hat er in so einen Bombenträger war da eingeklemmt. Ja. Ja, und da haben ihn dann ja wohl die Ratten angeknabbert. Naja, und seitdem wird jedenfalls so gesagt. Ne? Was erzählt man sich denn sonst noch über ihn? Ja, wohnt mit seiner verwitweten Schwiegertochter. Unter ein Dach. Als alleinstehender Mann. Ach, Sie meinen in der Not, das... Ja, wer weiß, ne? Aber mit denen stimmt was nicht. Ja, will nichts gesagt haben. Aber gut gehen konnte er es nicht. Was? Ja, dass so ein Kerl mit einer hübschen Dirn unter einem Dach wohnt. Ziegen im Haus, locken Böcke an. Das ist Marisa. Wir müssen sie obduzieren lassen. Ah. Fällt Ihnen irgendetwas ein, das uns weiterhelfen kann? Nein. Wer tut sowas? Mir ist nicht gut. Ich möchte gehen. Das verstehe ich sehr gut. Aber wir werden noch mal miteinander reden müssen, Herr Franz. Dann können Sie. Man kann sie nicht sehen. Das ist er. Die Nummer 5. Sind Sie ganz sicher? Absolut. Der hat die Anhalterin mitgenommen. Und hören Sie mir mal gut zu. Wenn ich will, dann kann ich jeden Tag eine andere Frau haben. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Jeder Tag ein Hobeltag. Herr Hobel, jetzt hören Sie mir mal gut zu. Vor 11 Jahren ist schon mal gegen Sie ermittelt worden, wegen versuchter Vergewaltigung. Nee. Doch! Das dürfen Sie mir gar nicht mehr vorwerfen. Ich tue es aber! Ihr Alibi stimmt auch nicht. Sie waren Sonntagabend, also zur Tatzeit, überhaupt nicht zu Hause. Sie sind mit dem Auto weggefahren. Oh, mag sein. Mag sein. Sie fuhren los, kreuz und quer durch die ganze Stadt und suchten ihr Opfer. In Harburg wurden Sie fündig. Sie hatten ihr Opfer entdeckt. Das ist doch Unsinn. Ein Zeuge hat sie eindeutig identifiziert. Er hat genau gesehen, dass das Mädchen als Anhalterin zu Ihnen ins Auto gestiegen ist. Sie haben Roswitha Keller umgebracht. Nein. Schauen Sie mal her. Haben wir bei ihm im Keller gefunden. Ja. Sie haben die Schonbezüge in Ihrem Auto gewechselt. Warum? Warum wechselt man Schonbezüge? Weil sie schmutzig war, ne? Richtig. Und unsere Spezialisten haben auf diesen Schonbezügen Fasern von der Kleidung der toten Roswitha Keller gefunden. Was sagen Sie jetzt? Nichts. Ich sag gar nichts mehr. Brauchen Sie auch nicht. Die Beweise reichen jedem Staatsanwalt. Und den zweiten Mord werde ich Ihnen auch nachweisen. Darauf können Sie sich verlassen. Ja, nur raus mit Ihnen. Ja. Gratuliere. Danke. Übrigens, diese Marisa hat er nicht auf dem Gewissen. Die Morde passen nicht zusammen. Auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten auch. Trotzdem, ich bin mir da nicht so sicher. Also abgesehen von Tatumständen und Ausführungen, Hobel war nachweislich im Fitnesscenter, als Marisa umgebracht wurde. Das sind alles Freunde von ihm. Auf deren Aussagen würde ich mich nicht verlassen. Ich werde das nochmal nachprüfen. Tu, was du nicht lassen kannst, aber jetzt ist Schluss für heute.
Heinrich, stell dir vor, Marisa ist tot. Wer war das? Das gibt's doch nicht. Hier! Man hat sie am Neuenfelder Hauptdeich gefunden. Der Deichmörder. Jetzt treibt er es vor unsere Haustür. Was sagt man dazu? Wir müssen sofort die Polizei anrufen, dass sie gestern noch da war. Was soll das? Nein, nein, da mischen wir uns nicht ein. Wer macht jetzt unsere Büros sauber? Das ist ja nur die geringste Sorge. Hier ist der Obduktionsbericht. Marisa Franz war im vierten Monat schwanger. Aha. Das ist doch schon mal was. Und die Tatzeit? Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr. Am helllichten Tag. Spricht für eine Affekthandlung. Ja. Also, ich war jetzt noch mal in dem Fitnesscenter. Die Zeugenaussagen taugen nicht viel. Wenn der Hobel gestern Mittag für eine Stunde verschwunden war, dann muss das überhaupt niemand bemerkt haben. Die Typen haben doch ihr Gehirn abgeschaltet. Die sind so auf ihre Übung fixiert. Aber Hobels Auto stand doch zur Tatzeit auf dem Parkplatz vor dem Fitnesscenter. Hast du das vergessen? Nein. Ich hatte gerade einen anonymen Anruf. Der Typ hat mir das Gleiche gesagt wie der Obstbauer Ahlendack. Nämlich, dass der Rattenfänger hinter seiner Schwiegertochter her war. Ach, ist wahrscheinlich nur das übliche Getratsche. Vielleicht aber auch nicht. Ich sollte mich doch noch mal bei den Nachbarn umsehen. Wir nehmen dich mit. Tag, Herr Franz. Wir müssen Sie noch mal stören. Um was geht's? Wir würden gerne Marisas Zimmer sehen. Das ist Marisas Zimmer. Ihr Sohn ist gestorben, habe ich gehört. Ja, ist auf See geblieben. Aha, wann ist denn das passiert? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr, ja. Ist er das? Ja, das ist Uwe. Feiner Junge ist das gewesen. Ein Seemann, hm? Ja, Maschinist. Wollte dieses Jahr sein Ingenieurspatent machen. Mit dem Frachter da auf dem Foto ist er untergegangen. Vor einem Jahr, vor der englischen Küste im Sturm. Mit 10 Mann Besatzung. Keiner ist je wieder gefunden worden. Iris, das Schiff hieß Iris. Ja. Wann haben Sie Marisa zuletzt gesehen? Sie ist gestern zu ihrer Arbeit gefahren, wie immer. Danach habe ich sie nie mehr gesehen. Wo hat sie denn gearbeitet? Bei der Reederei Fitschen, im Büro, als Putzfrau. Aha. Und die Iris gehörte auch zur Reederei Fitschen? Ja. Nach dem Unglück hat die Seniorchefin Marisa ja eingestellt. Marisa war schwanger. Ach. Ja, wussten Sie das nicht? Nein. Im vierten Monat schwanger. Haben Sie eine Ahnung von wem? Nein. Merkwürdig. Ich habe sie nie mit jemand gesehen. Oh, vielleicht fällt Ihnen da noch jemand ein? Glaube ich kaum. Sie war immer anständig, treu. Hat meinen Sohn über seinen Tod hinaus in Ehren gehalten. Auch wenn manche am Ort sie hier in den Dreck zu ziehen versucht. Sie hatte keine Männergeschichten. Bis auf eine. Die Gerüchteküche kocht. Marisa wollte angeblich jetzt ausziehen. Daran soll er sie gehindert haben. Er war wohl hinterher her, aber sie konnte ihn nicht leiden. Glaubst du das? Möglich ist alles. Aber der Alte hat doch eben noch in den höchsten Tönen von seiner Schwiegertochter gesprochen. Ja, entweder wollte er von sich ablenken oder er wollte das Ansehen seines verstorbenen Sohnes nicht durch eine treulose Witwe beschädigen. Sind sie gleichzeitig aber schwanger? Das passt doch nicht zusammen. Natürlich nicht. Trotzdem ist er nicht so ahnungslos, wie er sich gibt. Das sagt mir meine Nase. Also gut, Tommy, du hörst dich weiter im Dorf um. Wir sehen uns mal die Familie Fitschen an. Und denk dran, dein Handy hat einen Knopf zum Einschalten. Man wählt sich ja die Finger wund. Hey, Sir. Ganz furchtbar. Ich habe es heute früh gelesen. Schrecklich, ganz schrecklich. Sie war so eine nette junge Frau. Immer freundlich. Sie hat also Dienstag noch bei Ihnen gearbeitet? Ja. Wie immer? Ja. Das heißt, nein. Sie ist früher gegangen, so gegen 11. Sie hatte vormittags noch einige Dinge zu erledigen. Bank, Arzt,
weiß es nicht so genau. Sie ist also von hier aus zur Bank gefahren? Denke ich. Jedenfalls fuhr sie Richtung Dorf. Da soll Tommy sich mal drum kümmern. Wissen Sie, ob sie einen Freund hatte? Ach, solche privaten Dinge haben wir nicht besprochen. Unser Verhältnis war freundlich, aber distanziert. Sie macht ihre Arbeit gut. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Guten Tag. Guten Tag. Ist das Ihre Tochter? Ja. Kannten Sie auch die tote Marisa? Ja, kaum. Ich habe sie natürlich oft gesehen. Sie hat ja hier gearbeitet, aber gekannt habe ich sie nicht. Meine Tochter hatte ja weiter nichts mit ihr zu tun. Sieht Ihre Frau Mutter das richtig? Ja, sicher. Wir haben Angst vor diesem Deichmörder. Wir trauen uns ja kaum noch aus dem Haus. Es sind doch sicher auch Männer im Haus. Ja, nachts schon. Ja, und wo finden wir die? Die können Ihnen auch nicht mehr sagen. Oh, das hätten wir doch gern von den Männern selbst gehört. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie wieder zurückkommen, geht das Schiff auf die Werft. Sie müssen jetzt noch mal improvisieren. Ja, ja, am besten acht eine Gangway dran schweißen und dann das Schiff direkt in den Hochofen nach Taiwan fahren. Sie übertreiben mal wieder. Übertreiben? Das ganze Pumpensystem leckt wie ein Sieb. Alle Augenblicke muss ich eine 10-Liter-Kanne Öl nachkippen. Die Hauptmaschine pfeift auf dem letzten Loch und hat alle paar Meilen Stopper. Das Radar hat nur ein Bild, wenn man mit dem Fuß gegentritt. Und Sie wollen mir für diesen klapprigen Eimer noch den Steuermann streichen? Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Ich zahle Ihnen die halbe Heuer für den Steuermann drauf. Die Ballasttanks sind auch undicht. Mensch, ich trage die Verantwortung für meine Leute. Von hier bis zum Michel stehen Kapitäne Schlange, die bei mir fahren wollen. Stand by. Also, fahren oder fristloser Sack. Sie haben 2 Minuten Zeit, sich zu entscheiden. Er hat doch recht. Wir sollten wirklich erst auf die Werft. Ach was, der säuft zu viel. Klar, vorn und achtern! Na bitte, hast gehört? Du, ich muss noch mal zu Thiemann von der Agentur. Ja, ja, du machst es schon. Ja, ja, sie war hier Dienstag, um einen Barscheck einzulösen. Kurz vor 12 war das. Wer hat denn den Scheck ausgestellt? Der war von der Reederei Fitschen. Von der Seniorchefin? Hören Sie, es gibt jetzt kein Bankgeheimnis mehr, Frau Dammann. Es geht hier um Mord. Höchstwahrscheinlich waren Sie die Letzte, die Marisa lebend gesehen hat, bevor sie ihren Mörder traf. Ja, von Frau Hiltrud Fitschen. Der Lohn. Aber es war weder der 15. noch der 1. Frau Franz sagte, das sei das letzte Mal. Sie habe gekündigt. Davon hat es Frau Fitschen gar nichts erzählt. Hat sie gesagt, warum sie gekündigt hat? Nein, aber ich habe da eine Vermutung. Erzählen Sie. Sie erwartete 80.000 Mark von der Lebensversicherung ihres toten Mannes. Sie hat den Vertrag beim Kreditantrag vorgelegt. Aha. Und da wollte sie wohl nicht mehr putzen gehen. An wen zahlt die Versicherung denn jetzt das Geld? Der Vater des Toten ist als der zweite Begünstigte in dem Vertrag angegeben. Herbert Franz. Tja, für den Fall des Falles. Ja, und der ist ja jetzt wohl eingetreten. Herr Rüdiger Fuchs? Ja? Schöller, Kriminalpolizei, mein Kollege Feldmann. Sie haben doch sicher von dem Mord an Marisa Franz gehört. Ja, schlimm, schlimm. Wenn ich Ihnen helfen kann. Aber ich fürchte, da kann ich nichts machen. Wann haben Sie Marisa zuletzt gesehen? Marisa? Ende letzter Woche habe ich sie mit Schrubber und Besen in unseren Büros gesehen. Sie war unsere Putzfrau. Wie dürfen wir denn das verstehen? Ich will damit nur sagen, dass ich sie kaum wahrgenommen habe. Sie war aber doch eine sehr hübsche Frau. Ja, mag sein, aber warum erzählen Sie mir das? Haben Sie sie mal mit einem Mann zusammen gesehen? Also, ich habe wirklich keine Ahnung von Ihrem Privatleben. Ich habe ganz andere Sorgen, zum Beispiel jetzt. Da muss ich dringend vom Hafenkapitän erfahren, wo mein einlaufendes Schiff anlegen kann. Entschuldigung, ich muss telefonieren. Ja, bitte, gehen Sie nur. Aber rufen Sie an, falls Ihnen doch noch was einfällt. Kümmern Sie sich um den Deichmörder. Meine Frau traut sich schon nicht mehr aus dem Haus. Den Weg hätten wir uns sparen können. Weiß ich nicht. Thank you.
Werner! Uwe, mein Junge, endlich! Bist du das? Bist du das wirklich? Ich kann es gar nicht glauben! Ich dachte, ich hätte das nur geträumt, dein Anruf damals nach dem Unglück. Ich hab doch gesagt, dass ich nicht untergegangen bin. Nun bin ich da. Hast du dich gehalten? Ja, sicher. Wann bist du denn angekommen? Wir sind heute Abend in Hamburg eingelaufen, direkt aus Kopenhagen. Also? Marisa? Schläft sie? Nein. Wo ist sie denn? Was ist denn los? Uwe, du musst jetzt sehr tapfer sein. Vater, was soll das? Sie hat einen anderen. Sie ist tot. Irgendein perverses Schwein hat sie gestern umgebracht. Beruhige dich, mein Junge. Sie war nicht so, wie du gedacht hast. Sie muss einen anderen gehabt haben. Sie war schwanger, hat die Polizei gesagt. Schwanger? Vergiss sie. Sie wäre nie mit dir mitgegangen. Sie hat immer nur an das Geld von deiner Lebensversicherung gedacht. Rede nicht so von ihr. Es war aber so. Und ich sage euch, ihr verrennt euch. Der Hobel ist noch nicht aus dem Schneid. Pass auf. Wo hast du denn so lange gesteckt? Naja, im Elbtunnel im Stau. Und außerdem musste ich mal wieder was Anständiges essen. Hat's wenigstens geschmeckt? Danke, ausgezeichnet. Ja, das freut uns. Also pass mal auf. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Hobel ist nach dem ersten Mord völlig durchgeknallt. Und dann hat er auch die Marisa umgebracht. Dafür gibt es nicht den geringsten Beweis. Oh doch. Sein Wagen stand zwar den ganzen Dienstag auf dem Parkplatz vor dem Fitnesscenter, zugeparkt. Aber er hat sich am selben Tag einen Mietwagen genommen. Ach. Ja, ja. Ich habe sogar eine Zeugin dafür. Das ist eine Frau, die dort trainiert, steht wahrscheinlich auf ihn und beobachtet ihn den ganzen Tag. Der Wagen wird bereits gesucht. Na ja. Den liefere ich euch auf dem Tablett. Und was hast du erreicht? Erstens. Marisa hat am Dienstagmorgen bei der Redersfrau Fietschen gekündigt. Gekündigt? So, warum hat sie uns das verschwiegen? Ja, es könnte Streit gegeben haben. Na ja, und von dem sollen wir nichts wissen. Aber warum? Gibt es da irgendwelche Zusammenhänge, auf die wir nicht kommen sollen? Zweitens, der Rattenjäger hat... Auf das Getratsche gebe ich nichts. Marisa war eine schöne junge Frau. Warum sollte die sich mit so einem merkwürdigen alten Rattenjäger einlassen, der zudem noch ihr Schwiegervater ist? Und der bringt sie dann um, als sie weg will. Genau. Aber nicht aus Eifersucht. Sondern? Aus Habgier. Marisa war arm wie eine Kirchenmaus, um bei den Nagern zu bleiben. Irrtum. Drittens. Durch Marisas Tod wird Franz um 80.000 Mark reicher. Was? Der kassiert jetzt Uwes Lebensversicherung. Ach. Und das ist noch nicht alles. Viertens. Der kann auch Moped fahren. Hat er dich gesehen? Nein. Also kennt er dich nicht? Ja, das sollte auch so bleiben. Eventuell musst du noch in den Untergrund. Und morgen früh knöpfen wir ihn uns vor. Hat dich einer im Dorf gesehen? Nein, ich bin zu Fuß gekommen. Weißt du wirklich nicht, wer es mit dir getrieben hat? Nein. Und wenn ich das wüsste, würde ich es dir nicht sagen. Schon, um dich vor Dummheiten zu bewahren. Weißt du es nun oder weißt du es nicht? Nein! Wenn dich jemand erkennt, dann kannst du das Geld von deiner Lebensversicherung in den Wind schreiben. Das ist alles umsonst gewesen. Und nicht nur das. Sie werden dich und mich anzeigen, weil wir sie mit deinem vorgetäuschten Tod betrügen wollten. Ach, wir laufen Sonnabend wieder aus. Ich schick dir das Geld, wenn es da ist. Behalte es. Du kannst dich hier nicht mehr blicken lassen. Das ist der Preis, den du zahlen musst. Uwe Franz gibt es nicht mehr. Du kannst das Geld behalten. Was soll das? Es gehört dir. Ich brauche das nicht. Ich auch nicht. Wie bitte? Und wozu denn das Ganze? Weil noch eine ganz andere Rechnung beglichen werden muss. Und welche? Später. Ich muss zurück zum Schiff. Wir müssen noch was an der Ankerwinde reparieren. Ich bring dich hin. Du wieder? Morgen Nacht. Tschüss, mein Junge. Warte.
keine Frage. 80.000 Mark ist eine Menge Geld für so einen alten Mann. Da kommt er. Auf einem Moped mit Anhänger. Hast du das Reifenprofil? Ja. Auf geht's. Fragen, was hier vor sich geht? Ah, Herr Franz, können Sie uns erklären, warum wir die Reifenspuren Ihres Mopeds am Neuenfelder Hauptdeich gefunden haben, direkt beim Fundort der Leiche? Ach, so ist das. Verstehe. Das erkläre ich Ihnen. Die Giftquelle habe ich hier ausgelegt, gegen die Wasserratten. Na ja, hier war ich. Tag vorher habe ich hier einen Rattenbau entdeckt. Deswegen war ich Dienstagmorgen hier. Ah, Dienstagmorgen? Ja, ich war nur Dienstagmorgen hier. Also alles nur ein dummer Zufall. Ja. Wo waren Sie denn am Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr? Da war ich zu Hause. Allein? Ja, natürlich allein. Wo verhalten Sie mich? Gehen Sie etwa diesen Latrinenparolen auf den Leim, die manche über mich verbreiten? Warum soll ich denn Marisa umbringen? Wegen Uwes Lebensversicherung? Mir reicht mein Geld. Was mir fehlt, das kann man nicht kaufen. Und das wäre? Vom Sentinel. Wo steckt der Schwiegervater? Ich glaube, im Garten. Doch hol ihn! Was ist denn los? Ich komme von der Bank. Danke, Iris. 3,5 Millionen deutsche Mark. Die Versicherung hat gezahlt. Hier, sieh dir's an. 3,5 Millionen. Gratuliere. Hier ist der Kontoauszug. Geld. Ja, freu dich doch. Ohne Geld läuft nun mal nichts, Kindchen. Nenn mich nicht Kindchen. Entschuldige, Annegret. Heinrich! Da kommt ja schon wieder dieser Kommissar. Was sucht der denn hier? Den Deichmörder. Halt ihn mir vom Hals, Schwiegermutter. Mach ich. Warum bist du denn so sicher, dass er dich sprechen will? Stoß auch mit an. Nein, danke. Das käme mir zynisch vor. Denk dir gar nicht dran, wofür wir das Geld bekommen. 10 Seeleute sind ertrunken. 10 Familien ohne ihren Vater. Ach du meine Güte, jetzt wird's wieder sentimental. Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Marisa bei Ihnen gekündigt hat? Wer behauptet sowas? Sie hat mit einer Bankangestellten darüber gesprochen. Ist denn das wichtig? Warum haben Sie die Kündigung verschwiegen? Hätten Sie doch sagen können. Oder war das in Ihren Augen irgendwie verfänglich? Ja. Marisa war faul, schlampig und verlogen. Darum habe ich ihr gekündigt. Ich ihr, verstehen Sie? Was hätten Sie uns aber sagen sollen? Das Ansehen der Toten war mir wichtiger. Ja. De mortuis nihil. Wie bitte? Ach, nichts. Darum habe ich geschwiegen. Nur darum. Aber jetzt wissen Sie es ja. Ja, vielen Dank. Na, da bist du ja. Sie haben gezahlt. 3,5 Millionen deutsche Mark. Prost, auf die Iris. Auf die Iris trinke ich nicht. Was wollte denn der Kommissar? Unwichtig. Wo bleibt denn Heinrich? Ach, der mag nicht. Aber wir lassen uns unsere gute Laune heute nicht nehmen. Prost. Recht hast du. Prost. Vergesst nicht, auf eure toten Seeleute anzustoßen. Typisch Skorpion. Unberechenbare Launen. Mit selbstzerstörerischen Anwandlungen. Na, was Neues? Also ich glaube, den Franz können wir streichen. Ein Schritt vor, zwei zurück. Irgendwas ist faul mit allen. Dem Rattenjäger und den Rädern, das weiß ich. Die haben alle was zu verbergen. Ich bezweifle, dass wir über die weiterkommen. Wer sagt uns, dass der Rattenjäger die Giftköder nicht nach dem Mord am Neuenfelder Hauptdeich gelegt hat, als er erfuhr, dass wir die Leiche Marisas überraschenderweise schon gefunden haben? Und er, als alter Fährtenleser, wusste, wir würden auch seine noch frischen Mopedspuren entdecken. Vielleicht weiß er doch mehr, als er zugibt. Tommy. Du beschattest in den nächsten Tagen diesen Rattenjäger. Beschatten? Wie soll ich den denn beschatten? Der kriegt euch durch Feld und Flur. Hast du ein Fahrrad?
Ja, klar. Ja, tanz dich als Naturfreund. Und ab wann? Ja, ab sofort. Das scheint wirklich euer Ernst zu sein, oder? Ja, natürlich. Vielleicht findest du auf diese Weise auch das immer noch verschwundene Fahrrad von Marisa. Och, das kann ja heiter werden. Bleibt immer noch die Frage, wer Marisa Franz geschwängert hat. Ach, das kann doch verdammt noch mal nicht so schwer sein. Irgendjemand muss sie doch mal mit einem Kerl gesehen haben. Also, meine Herren, wir müssen unter die Leute. Was macht Hobel? Er schweigt. Und der Mietwagen? Wird noch von der KTU untersucht. Bisher ergebnislos. Wieso hattet ihr überhaupt einen Mietwagen? Ja, was weiß ich? Er schweigt, wie gesagt. Na, vielleicht können uns die Bodybuilder weiterhelfen. Die stecken doch alle unter einer Decke. Aber ich habe eine prima Idee. Vielleicht kauft sich Kollege Bayer eine Monatskarte und trainiert ein bisschen mit. Hm? Ja, natürlich. Bodybuilding, Radfahren, was ihr wollt. Ja, das alles auf Staatskosten. Wartest du schon lange? Nee. Stell dir vor, die haben gedacht, ich hätte Marisa umgebracht. Was? Reg die nicht auf. Die haben ihren Irrtum ja gleich gemerkt. Wie kommen die denn auf dich? Sie haben Marisa da gefunden, wo ich meine Fallen aufgestellt habe. Da haben sie meine Spuren entdeckt. Wir sind jetzt unter Druck. Zwei Frauenmorde hintereinander. Da probieren die eben alles. Sorg dafür, dass sie gut unter die Erde kommen. Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Immerhin war sie meine Frau. Hat sie denn gar nicht mehr an mich gedacht? Keine Träne? Die ersten 14 Tage schon. Aber du wärst nicht glücklich mit ihr geworden. Sie wäre bestimmt nicht mit dir ins Ausland mitgegangen. Lass uns damit aufhören. Ja? So, wie war denn das nun mit der Iris? Ja, das war am 1. Juni. Ich bin also in Bristol an Bord der Iris gegangen. Hier, bitte für dich. Oh, Kaviar, danke schön. Und ich habe gleich gemerkt, da war große Unruhe unter der Besatzung. Alle hatten Angst vor dem Schiff. Sie trauten dem Schiff nicht mehr. Es wäre so weich und instabil. Gefährlich lange Rollperioden. Todesangst hatten die. Und keiner wusste, warum das so war. Mir war das auch neu. Ich kannte ja die Iris von früher. Da gab es die Probleme nicht. Irgendwas stimmte mit dem Schiff nicht mehr. Ja, und? Das war kein Zufall. Da steckte System dahinter. Aha. Weder der iranische Kapitän noch der polnische erste Offizier nahmen mich ernst. Von der indischen Besatzung ganz zu schweigen. Alles unerfahrene Leute, Schicksalsergeben, für Geld machen die alles. Und dann kam auch noch Schlechtwetter auf. Nordweststurm Stärke 9, Böen 10 bis 11, Brecher 10 Meter und gewaltiger. Der Captain bekam es mit der Angst, er wollte nicht auslaufen. Und er rief von der Agentur bei der Reederei an. Aber Rüdiger Fuchs, der muss den fertig gemacht haben. Und der Alte hat gehorcht. An diesem Morgen verließ die Iris als einziges Schiff den sicheren Hafen. Ich bin auch in letzter Minute von Bord gegangen und sah sie davonfahren. Ich wusste, die hat keine Chance. Aber das kannst du nicht beweisen. Doch. Und dafür wird das Schwein bezahlen. Die Schiffspapiere der Iris. Was? Hast du die von Bord mitgenommen? Ja. Ein Dokument fehlt mir noch. Aber ich weiß, wo ich es finde. Im Büro der Reederei. Schönen guten Tag, Herr. Zwei Bier bitte. Na gut. Schönen Arbeit. Aber ruhig bei Ihnen. Oh. Fußball im Fernsehen. Interessiert Sie das nicht? Wir sind im Dienst. Aha. Ach so. Sie kommen sicher wegen der Marisa Franz, ne? Na ja, kannten Sie die? Nö, nur vom Sehen. Hübsche Seemannswitwe. Sehr zum Wohl. Sie hören doch als Wirt so manches. Gerüchte, Tatsachen. Nee, eine Mischung aus beiden. Es ist doch sicher hier in der letzten Zeit viel über den Fall geredet worden. Hin und wieder. Mehr über den Deichmörder. Können Sie sich vorstellen, von wem Marisa schwanger war? Schwanger? Das höre ich zum ersten Mal. Von Ihrem Mann kann es ja nicht gewesen sein. Nein. Das ist ja ein Ding. Keine Ahnung. Tut mir leid, hab nichts gehört. Hallo Erik. Hallo Olli. Tommy, grüß dich. Hallo Tommy. Na? Hallo. Hallo Tommy. Na, hast du dein Auto schon verkauft? Du, ich bin dabei. Kleinen Moment bitte. Was soll es denn sein? Auch wenn ich es mir bitte. Kannst du helfen, nachher. Tschüss. Tschüss, vielen Dank dir, Herrn. Tschüss. Auch bring mich noch was hier mit, ne? Ich habe auch bei der Reederei Fidschin geputzt, schon bevor Marisa dort anfing.
Und da hat er auch mir nachgestellt, bis er mich so weit hatte, ich blöde Kuh. Aber dann kam Marisa und er war nur noch hinter der her. Ja, alles heimlich natürlich, wegen seiner Schwiegereltern. Aber ich habe es trotzdem gemerkt. Ich habe ihn hinterher spioniert. Dieser Scheißkerl. Sie sprechen von Rüdiger Fuchs? Ja. Rüdiger Fuchs und Marisa Franz hatten was miteinander. Haben Sie das gesehen? Ja, das kann ich beschwören. Ich muss wieder rein. Der Wirt ist übrigens ein Freund. Und genauso einer. Wenn Sie wissen, was ich meine. The same price and conditions. Till 1st of August. No problem. Thank you. Hast du jetzt endlich das Geld von der Versicherung an die indischen Familien überwiesen? Ich weiß doch immer noch nicht, in welchem Slum die wohnen. Hör auf mit solchen Sprüchen. Das Geld gehört den Witwen und Angehörigen. Die warten seit einem Jahr drauf. Und wenn du nicht dafür sorgst, dass sie es kriegen, werde ich es tun. Reg dich nicht auf, ich mach das schon. Man ist doch kein Unmensch. Tu's bald. Ja, doch. Wir werden die Flagge Maltas demnächst einziehen. Malta will neue Seeunfallgesetze haben. Bitte, meine Herren. Danke. Stell dir vor, wir nehmen Panama oder Zypern oder Liberia. Mit Liberia haben wir noch nie Ärger gehabt. Guten Abend. Guten Abend. Ja, bitte. Ach, Sie schon wieder. Ja, wir. Ihre Frau hat uns geöffnet. Was gibt's? Komme ich gleich zur Sache. Sie haben uns angelogen. Ich verstehe nicht. Sie hatten ein Verhältnis mit der ermordeten Marisa. Selbst wenn dem so wäre, sage ich ja und? Jetzt reden Sie doch kein dummes Zeug. Sie wissen ganz genau, worum es geht. Wir haben einen zuverlässigen Zeugen, der Sie mit Marisa beobachtet hat. So? Was die Leute alle sehen, wer soll denn dieser Zeuge sein? Und vermutlich sind Sie es auch, der das Mordopfer geschwängert hat. Natürlich. Das können wir durch unsere Laborspezialisten feststellen lassen. Wo waren Sie am Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr? Ich habe mich um eines unserer Schiffe kümmern müssen, das wegen eines Maschinenschadens in der Elbmündung vor Cuxhaven notankern musste. Der Chief kam nicht klar und ich bin selbst hin. Wie heißt das Schiff? Lydia. Sie hören von uns. Wiedersehen. Schwein. Komm doch rein. Ich muss mit Schallklappen durch die Gegend gelaufen sein. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Du hast gehört, was der Kommissar gesagt hat, ne? Jag ihn weg. Das geht nicht. Warum nicht? Schon aus geschäftlichen Gründen nicht. Er hat alles an sich gerissen. Ja, mit dem Segen deiner Mutter. Warum hast du das zugelassen? Sie haben immer das Geld in die Ehe gebracht. Und ich bin ein schlechter Geschäftsmann. Ja, nun ist es zu spät. Nee, Papa, es ist nie zu spät. Ja, du bist jung. Geh deinen Weg. Mach's nicht wie dein Vater. Was soll das denn? Ich ertrage deine Nähe nicht mehr. Nie mehr. Schatz, komm zurück. Sei lieb. Ich verspreche dir. Musik.
Ballasttank 3 und 4. Das habe ich doch die ganze Zeit geahnt. Dieses hinterlistige, skrupellose Schwein. Jetzt habe ich ihn. Ich verstehe nichts. Landratte. Von dem Mörder noch keine Spur? Es kann Jahre dauern, bis sie so einen finden. Du musst zum Schiff zurück. Also, die Wasserschutzpolizei von Cuxhaven weiß von der Sache nichts. Wenn in der deutschen Bucht oder im Elbmündungsgebiet ein Schiff notankern muss, dann wird die gesamte Küstenwache alarmiert. Erstens ist es ein schwieriges Fahrwasser und zweitens die meistbefahrene Wasserstraße der Welt. Mit anderen Worten, der Herr Rede hat uns Seemannsgarn erzählt. Sieht ganz so aus. Der ist jetzt fällig. Rüdiger war es nicht. So? Nein, natürlich nicht. Er hatte ja auch kein Verhältnis mit dieser Marisa. Und er hat sie auch nicht geschwängert. Was redest du denn da? Mama, du meinst es gut. Und genau das halte ich nicht mehr aus. Hier stimmt doch nichts mehr. Annegret, dreh jetzt um Gottes Willen nicht durch. Im Gegenteil. Endlich durchschaue ich ihn. Mama, das Theater ist jetzt vorbei. Ich habe mir lang genug was vorgemacht. Und du machst mir auch nichts mehr vor. Sie verheimlichen uns Ihre Beziehung zu dem Mordopfer? Und Sie verheimlichen uns, wo Sie zur Tatzeit waren. Sie haben ein Motiv und liefern uns ein falsches Alibi. Das reicht. Sie stehen unter dringendem Mordverdacht. Ich wiederhole, ich habe Sie nicht umgebracht. Sie interessierte mich doch weiter gar nicht. Warum lügen Sie uns in einer Tour an? Warum, wenn Sie unschuldig sind? Wir haben Zeit. Hier kommen Sie nicht raus, bevor Sie uns nicht Rede und Antwort stehen. Ja, ja, ja. Ich hab was mit ihr gehabt. Ach, nichts Ernstes. Okay? Mhm. War sie schwanger von Ihnen? Hat sie jedenfalls behauptet. Sie an? Es ist möglich, aber warum sollte ich sie deswegen umbringen? Sie haben als mittelloser Kapitän in die Räderfamilie Fitschen eingeheiratet. Heute sind Sie ein wohlhabender Räder, dank Ihrer Schwiegereltern und deren einziger Tochter. Ihre Frau. Eine schwangere Geliebte hätte man Ihnen in diesen Kreisen nicht verziehen. Das sehen Sie falsch. Wo waren Sie denn nun wirklich am Dienstag zwischen 12 und 14 Uhr? War dumm, Sie anzulügen. Ihre Einsicht kommt spät. Ich habe zu der Zeit in Cuxhaven einen Vertrag unterschrieben bei der Firma Allert. Tja, warum haben Sie uns das nicht gleich gesagt? Was ist das für ein Vertrag? Ich habe unseren Stückgutfrachter Northumbria an die Firma Allert verchartert. Transport und Trading. Ja, und warum sagen Sie uns das erst jetzt? Die Geschäftsführer der Firma Allert werden das Geschäft mit mir und unsere Zusammenkunft bestreiten. Warum? Sie werden von der Polizei gesucht. Aha. Und warum? Ja, warum? Wegen irgendwelcher Müllgeschichten. Aha. Und unter neuem Firmennamen und neuer Adresse machen die jetzt weiter. So ähnlich. Ach, und dazu brauchen Sie ein Schiff von Ihnen. Möglich. Wir werden das alles überprüfen. Wir stehen als kleine Reederei in einem ruinösen Wettkampf um Frachtaufkommen, immer mit dem Rücken zur Wand. Die Frachtraten decken kaum die Unkosten. Dahinter fragt man nicht lange auch noch die Angaben der Befrachter oder Charterer. Es geht um Arbeitsplätze. Damit glaubt wohl heute jeder, jede Schweinerei rechtfertigen zu können. Das brauche ich mir von Ihnen nicht sagen zu lassen. Ja, bitte? Wer ist da? Herr Franz? Nein, mein Schwiegersohn ist nicht im Haus. Kann ich was ausrichten? Sie rufen wieder an. In 20 Minuten, so eilig. Was will denn dieser Rattenjäger von Rüdiger? Verstehe ich nicht. Dein Schwiegersohn ist wieder da. Also, wusste ich doch. Das ist alles absurd. Komm mit runter. Das Empfangskomitee spielen. Ich glaube, du hast immer noch nicht verstanden. Oder du willst mich nicht verstehen. Rüdiger! Ach du, der Kollege Hader hat sich aus Cuxhaven gemeldet. Das Alibi von Rüdiger Fuchs, das stimmt. Der war nachweislich Dienstagnachmittag mit den zur Fahndung ausgeschriebenen Herren beim Essen.
Sie sitzen bereits alle. Die Kollegen bedanken sich. Nett. Schön für die Kollegen. Was bleibt für uns übrig? Heiße Spuren tauchen auf und verlaufen im Nichts. Erst der Rattenjäger, jetzt der Räder. Trotzdem, ich werde das Gefühl nicht los. Nur über diese beiden können wir den Fall knacken. Und was ist mit seiner Frau? Diese Annegret? Ach, sie sieht er doch an. Traust du dir einen Mord zu? Die hat doch Angst, dass sie nicht selbst umgebracht wird. Und was ist mit deren Mutter? Die scheint doch so sehr um das Wohl ihrer Tochter besorgt zu sein. Ja, dann musst du den Senior auch mit einbeziehen. Wir dürfen nicht wählerisch sein. Wir haben nichts in der Hand. Ja, was machen wir uns für Sorgen? Kollege Kirchhoff präsentiert uns jetzt die Lösung auf dem Tablett. Hobel hat geredet. Bitte, was sage ich? Den Mietwagen hat er am Dienstag mit einem Muskelfreund von Anabolika dir genutzt. Dafür wollte er nicht seinen eigenen Wagen nehmen. Ich hab's überprüft. Stimmt leider. Ich hab's doch gleich gesagt. Für den Mord an Marisa Franz kommt Hobel nicht in Frage. Richtig. Aber den ersten Mord, den hat er gestanden. Prima. Wir haben es also mit zwei Deichmördern zu tun. Sonst wäre es ja auch wohl zu einfach gewesen. Hm? Übrigens, was treibt unser lieber Kollege Bayer eigentlich? Der radelt gemütlich irgendwo über die Deiche. Was denn hier? Nicht so hastig. Morgen Mittag, 12 Uhr. Hier. Diese Ratte. Warum trifft sich der Rattenjäger ausgerechnet mit dem Räder? Morgen um 12 wieder. Und alles auf so konspirative Weise. Es riecht verdammt nach Erpressung. Ich glaube, die wissen beide was über den Mord an Marisa. Ja, vielleicht kennen sie beide den Mörder. Frau Fitschen vielleicht, oder ihren Mann. Ja, aber was soll das geheimnisvolle Getue mit diesen Papieren und Dokumenten? Soll es etwa schriftliche Morddrohungen oder Mordpläne oder Geständnisse sein? Was sind das für Papiere? Vielleicht gibt es da irgendwelche Zusammenhänge, von denen wir bisher gar keine Ahnung haben. Wir müssen wissen, was das für Papiere sind. Das kriege ich auch noch raus. So will ich dich hören. Warte mal. Hier, die. Die lag in der Mülltonne des Rattenjägers. Eine Zeitung, was? Eine russische Zeitung. Ach. Und zwei leere russische Kaviardosen. Na, warum hast du die nicht mitgebracht? Du hast dir doch dabei was gedacht. Nee, eigentlich nicht. Ich habe mich nur gewundert. Na, jetzt wundere ich mich. Ja, komm, kümmere dich mal um die Papiere. Okay, Marie. Tim gefällt das Radfahren offenbar. Die ist von letzter Woche Dienstag. Seit wann kannst du kyrillische Buchstaben lesen? Ja, ich hab doch mal Russisch gelernt. Guck mal hier. Ein Foto. Spartak Moskau gegen St. Pauli. Die haben doch letzte Woche gespielt. Ja? Ist ja merkwürdig. Wie kommt diese Zeitung in die Mülltonne vom Rattenfänger? Mein Gott, so ein Streuner an der Elbe, der findet viel. Ich hab doch da eben am Bananenschuppen einen russischen Frachter gesehen. Ich hab mitten in der Stadt einen russischen LKW gesehen. Ja, und? Eben. Was soll's? Guck mal, da ist ja der russische Frachter. Er verteilt gleich russische Zeitungen. Ja, und Kaviar. Haha. Also, mir ist schleierhaft, was in deinem Kopf vor sich geht. Mir auch. Das beruhigt mich. Hallo, Zentrale. Könnt ihr mich mal mit dem Schiffsmeldedienst verbinden? Hier, Schiffsmeldedienst, Hamburg? Ja, hier, Schöller K3. Sagt mal, Freunde, könnt ihr mir sagen, wie lange der Russenfrachter schon am Schuppen 42 liegt? Der ist Mittwoch 18 Uhr eingekommen. Seit Mittwoch? Dann geht morgen wieder raus. Nein, danke, das war's schon. Ende. Na und?
Mittwoch angekommen, morgen legt er wieder ab. Die Kollegen vom Wasserschutz sollen uns mal eine Crewliste von dem Potter besorgen. Du wirst deine Gründe haben. Das sind Abgründe, die sich da auftun. Hast du eine bessere Idee? Nein. Wie immer. Was hat der denn vor? In unserem Revier streunt ein wildernder Hund. Ach nee, ich hörte vorhin aber was von einer Ratte. Ihr solltet mal wieder schön in Urlaub fahren. Entspannen. Na klar, Mutti, und dann ist alles wieder in Ordnung. Siehst du jetzt endlich ein, wohin dein verehrter Schwiegersohn uns getrieben hat? Das stehen wir auch noch durch. Um welchen Preis, meine Liebe? Was willst du? Die Papiere. Erst das Geld. Ich knall dich ab. Ratte. Ich hab die Papiere nicht hier. Ich weiß nur, dass man verloren ist, wenn man dir traut. An so einer Falle allein schon für Bazillen kleben. Von den Ratten. Der Räder der Rattenfalle. So weit sind wir gekommen. Vorwürfe nützen uns jetzt nichts. Diese Ratte ist zu allem fähig. Genau wie du. Er hat im Gegensatz zu uns nichts zu verlieren. Wir zahlen. Wann wird denn Annegret wieder normal? Ach, das wird schon wieder. Gar nichts wird wieder. Ja, ist gut. Ich melde mich wieder. Okay, bis dann. Tschüss. Das ist die Crewliste von dem russischen Frachter. Kapitän ist Russe. Rest der Besatzung besteht aus Russen, Litauern, Ungarn, Polen. Bist du nur zufrieden? Nee, ganz und gar nicht. Was geht überhaupt in dir vor? Ach, das war nur so ein Einfall. Vom Einfall zum Reinfall. Ach so. Da bist du ja endlich. Hey, ich hab sie. Was, du hast die Papiere? Alle Achtung. Ja, es sind Schiffsdokumente. Hier, amtliche Stabilitätsunterlagen und die Ladepapiere. Sieh an, von der Iris, mit der sein Sohn Uwe untergegangen ist. Aha. Und? Illegale Ladung an Bord? Plutonium, Waffen, Kokain? Zement anscheinend. Zement? Klingt nicht gerade sehr aufregend. Sieht alles so harmlos aus. Also für mich erhebt sich die Frage, was hat der Untergang der Iris mit dem Mord an Marisa Franz zu tun? Das Meer ist der Raum der Hoffnung und der Zufälle, launisch reich. Friedrich Schiller. Na schön, wenn du an Launen und Zufälle glaubst. Schiffe gehen nun mal des Öfteren unter. Denn die Naturgewalten hassen das Gebild aus Menschenhand. Ist auch von Schiller. Sag mal, wo bin ich hier eigentlich in der Schule? Eine bescheidene Frage meinerseits. Wie kommen die Papiere eigentlich in die Hände des Rattenjägers?
entscheidende Frage. Ja. Er wird sie aus dem Büro der Reederei geklaut haben. Möglich. Glaube ich aber nicht. Das hier ist ein Fax von der Reederei Fitchen an die Schiffsagentur Delta in Bristol, die Iris mit 2300 Tonnen Zement zu beladen. Und es ist in Bristol bestätigt, am 2.6.95 und am 4.6.95 sank die Iris. Zwei Tage später. Dann war also diese Ladung Zement die letzte Fracht der Iris. Exakt. Ja, was soll denn an einer Zementladung so geheimnisvoll sein? Geh du mal morgen früh zu einem Experten von der Seeberufsgenossenschaft und zeig ihm die Papiere. Der wird vielleicht das Rätsel lösen. Das heißt, du gehst nicht mit? Nein, nein, ich gehe mit Tommy zum Russenfrachter. Sotov, Nikolai, Guzmandi, Amir, Tadeusz Kozlowski? Tadeusz Kozlowski! Er fehlt, wo ist er? Nicht an Bord. Hat Landgang. Wollte ins Puff, aber komm bald zurück. Ich will seine Kammer sehen. Проводи их в каюту Козловского. Хорошо. Так, все по местам, за работу. Was haben wir denn hier? Tommy? Ja? Guck mal. Kennst du die? Marisa? Das Meer ist ein schlechter Totengräber. Captain, können wir mal das Logbuch sehen? Logbuch? Хорошо. Die Iris war ein Spezialschiff für Zement, das automatisch entladen wird. Bei diesem Typ sind die Laderäume wie große Trichter. Das heißt, sie werden nach unten schmal und der Schwerpunkt der Ladung liegt relativ hoch. Bei Schlagseite besteht erhöhte Kentergefahr. Um den Gewichtsschwerpunkt des Schiffes tiefer legen zu können, befinden sich unten im Schiff Tanks für Ballastwasser. Bei der Iris für insgesamt 400 Tonnen. Wenn die gefüllt sind, liegt das Schiff tiefer im Wasser und somit stabil. Mit diesen Daten war die Iris im amtlichen Register eingetragen. Und Sie können genau sehen, wie viele Tonnen Fracht zusätzlich zum Gewicht des Ballastwassers transportiert werden dürfen. Und hier Schiffspapiere. Die Iris hatte statt der zulässigen 2100, 2300 Tonnen geladen. Ja, aber jedes Schiff hat doch außen an der Bordwand eine Lademarke, die genau anzeigt, wann die maximale Ladekapazität erreicht ist. Das ist ja das Hinterlistige. Die Lademarke blieb wie vorgeschrieben über der Wasserlinie. Aber es ist der Lademarke ja nicht anzusehen, ob 2300 Tonnen Zement oder 2100 Tonnen Zement plus 200 Tonnen Ballastwasser geladen sind. Ah, ich verstehe. Dann sind in den Papieren auch die Angaben über die maximale Ladekapazität manipuliert worden. Logische Konsequenz. Statt 2100 steht da eben 2300 Tonnen maximale Tragfähigkeit. Und das bewirkt, dass der Schwerpunkt des Schiffes weit nach oben wandert. Zu weit. Das Schiff wird gefährlich instabil. Hm. Bei Sturm und hohem Seegang hat ein solches Schiff keine Chance. Der Untergang ist programmiert. Und der vollzieht sich in Sekunden. Und so war es ja auch. Die Iris ging unter, ohne einen Notruf absetzen zu können. Und riss 10 Seeleute mit. 3 Deutsche, 3 Polen und 4 Inder. Das ist 10-facher Mord, wenn Sie mich fragen. Motiv habt ihr? Ja. Diese 200 Tonnen mehr Zement bringen etwa 10.000 Mark mehr pro Fahrt. Die Reederei Fitchen, die gehört zu den Skrupellosen ihrer Branche, das ist uns bekannt. Aber uns sind die Hände gebunden. Ihre Schiffe werden auch von Hamburg aus betrieben, unterliegen alle dem Seerecht ihrer Billigflaggenstaaten. Und die meisten haben keins. Das ist ja für manchen Reeder direkt ein Freibrief. Jetzt habe ich eine Frage. Wie kommen diese Papiere in Ihre Hände? Hat ein Mitarbeiter der Reederei ausgepackt? Ein Rattenjäger. Rattenjäger? Aha. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Logisch wäre, dass die gefälschten Dokumente irgendwo auf dem Boden des Meeres im Wrack der Iris liegen. Ich glaube, das fragt sich mein Kollege Schöller auch. 20, 40, 60. Fühlt sich aus dem Staub machen.
Ja, sicher. Du betrügst doch jeden. Natürlich. Lass mich in Ruhe. So wie ich dich jetzt hier sehe, über diesem Haufen Geld. So gehetzt, so raffgierig und so verlogen. Dieses Bild wird in meiner Erinnerung von dir übrig bleiben. Soweit ist klar. Erstens, Uwe hat den Schiffsuntergang überlebt, heißt jetzt Tadeusz Kozlowski und erpresst über seinen Vater den Reeder. Zweitens, er hat ein geradezu klassisches Motiv für den Mord an Marisa Franz. Ja, der Seemann kehrt heim und findet seine Frau statt voller Sehnsucht und Schmerzen nach ihm schmachtend im Bett eines anderen. Sozusagen. Da dreht manch Seemann durch. Jetzt gilt es, alles oder nichts. Ich bin um 12:30 in der Kirche. Schaffst du das denn rechtzeitig zurück zum Schiff? Ach. Wie kommst du überhaupt hin? Ich habe das Dienstrad von unserem Schiff dabei. Wir haben draußen gar kein Rad gesehen. Ist das denn in Ordnung? Ja. Ich guck mir das lieber nochmal an. Ist nicht nötig. Na gut, ich gehe nochmal. Viel Glück. Los? Was hast du? Der Reifen vom Vorderrad macht's nicht mehr lange. Die eine Fahrt wird er noch halten. Du willst mich betrügen, du mieses Stück. Ich verstehe das nicht. Ich kann mir das gar nicht erklären. Das ist eine Falle. Sie sind festgenommen. Haben Sie uns etwas zu erklären? Zum Beispiel, warum Sie dieses Geld Herrn Franz geben wollten? Das ist eine reine Privatangelegenheit. Der Tod von 10 Seeleuten ist keine Privatangelegenheit. Sie stehen unter 10-fachen Mordverdacht abführend. Ich will meinen Anwalt sprechen. Kriegen Sie. Übergebt ihn den Kollegen und geht in Deckung. Ihre Schiffspapiere sind in unserem Besitz. Aber woher hatten Sie die eigentlich? Die habe ich von meinem Sohn Uwe. Hat er mir kurz vor seinem Tod geschickt. Aha. Gehen wir. Warum? Sie können mich gleich mit verhaften. Ich habe Marisa umgebracht. Ach, auf einmal? Gehen wir. Nein, wir bleiben. Wieso? Weil wir warten. Warten? Auf wen denn? Auf Ihren Sohn Uwe. Uwe? Uwe ist tot. Uwe hat Marisa umgebracht, nicht wahr? Uwe? Uwe ist tot. Uwe ist tot. Uwe ist tot. Ja? Euer Anwalt. Emma, was ist los? Sie haben Rüdiger verhaftet. Die Polizei hat die Schiffspapiere gefunden. Um Gottes Willen.
Ich wusste, dass das mal so enden würde. Ich habe immer und immer vor Rüdiger gewarnt. Aber du, Rüdiger, macht das schon. Rüdiger bringt die Firma wieder in Schwung. Rüdiger weiß, wie man heutzutage Geschäfte macht. Ja, ruiniert hat uns. In den Abgrund hat uns gejagt. Gott sei Dank, dass sie ihn verhaftet haben. Es hat der Spuk endlich ein Ende. Über Leichen ist er gegangen, mein sauberer Ehemann. Der Herr der schwimmenden Särge. Und jetzt sitzt er im Knast. Bravo. Und wir haben es gewusst. Wie könnt ihr nur so reden? Mama, begreif das doch endlich. Ich muss hier raus. Aber wo willst du denn hin? Ich melde mich. Ach, Annegret, bleib hier. Lass sie gehen, sie hat recht. Ach, Heinrich, was habe ich nur falsch gemacht? Wir, Hildrud. Wir haben alles falsch gemacht. Vater? Uwe! Hau ab! Nur weil du mitkommst! Uwe Franz, ich nehme Sie fest wegen Mordverdacht an Ihrer Frau Marisa. Er kann das ja gar nicht gewesen sein. Es ist am Mittwoch angekommen. Nein, am Dienstag. Mein Vater hat nichts damit zu tun. Das hier. Seine Fahrkarte Kopenhagen-Hamburg am Dienstag abgestempelt. Die habe ich in Uwes Koje auf seinem Schiff gefunden. Und im Logbuch desselben Schiffes steht es schwarz auf weiß. Uwe, alias Tadeusz Kozlowski, ist bereits in der Nacht vom Montag auf Dienstag in Dänemark mit Erlaubnis des Kapitäns von Bord gegangen, um Verwandte in Hamburg zu besuchen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Die Sehnsucht nach ihr. Ich hab zu Hause auf sie gewartet. Dann kam sie endlich. Sie sah mich, starrte mich an. Sie war entsetzt. Ein Jahr hatte ich mich danach gesehnt, sie wiederzusehen. Ihre Reaktion, das war wie ein Schlag mit der Axt. Na ja, und dann? Sie wollte mich nicht mehr. Konnte nicht mehr mit mir leben. Sie hätte einen anderen und sei schwanger. Ich habe sie geschüttelt. Ich wollte das nicht glauben. Und dann fiel plötzlich der Name Rüdiger Fuchs. Ausgerechnet. Da bin ich durchgedreht, ausgerastet. Meine Frau und dieser Verbrecher. Ich sah die beiden vor mir. Saßen sie zusammen im Bett. Das konnte ich nicht ertragen. Da war es auch schon zu spät. Plötzlich war sie tot. Meine Marisa. Hat Ihr Vater das gewusst? Nein. Ich habe mich einen Tag draußen versteckt, damit er glaubt, ich wäre erst am Mittwoch mit dem Schiff angekommen. Und dann haben Sie den Räder Rüdiger Fuchs erpresst und wollten mit dem Geld für immer verschwinden. Fuchs hat 10 Menschen auf dem Gewissen. Und er ist schuld daran, dass ich meine Frau umgebracht habe. Ich versichere Ihnen, der ist auch dran. Mit Ihrer Hilfe als Kronzeuge. Es wäre besser gewesen, ich wäre auch mit der Iris abgesoffen. Weißt du, was mich ärgert? Der Gedanke, dass man ihn Uwe hängt und den Räder laufen lässt. Er hat immerhin seine Frau umgebracht. Vergiss das nicht. Tommy hat 2 Kilo abgenommen. War echt eine gute Idee, ihn aufs Haar zu schicken. Wo steckt er überhaupt? Ja, sag mal, wo treibst du dich denn rum? Hey. Die Versicherung, die den Untergang der Iris reguliert hat, hat heute Morgen angerufen und sich bedankt und wollte sich erkenntlich zeigen. Ich sollte dir was vorschlagen, irgendwas, was unsere Dienststelle gut brauchen kann. Da gibt's eine Menge. Ich habe die Sache mit dem Chef besprochen. Der fand's gut und hat's abgesegnet. Hättest du es ja mal fragen können. Das ging nicht. Verstehst du, die hätten ihr Angebot sonst wieder zurückgezogen. Es musste schnell gehen. Also habe ich zugeschlagen und es besorgt. Ich sehe nichts. Guck mal aus dem Fenster. Finde ich gut. Ja, doch. Ja, warum nicht?